So, wir sind zurück bei Tomb Raider. Wir suchen immer noch unsere ebenfalls gestrandeten Freunde. Okay. Und failen hier erstmal. Mist. Mensch, was für ein Matschwetter hier. Wölfe, die mit Ferne heulen. Ah, zum Glück noch ein Streichholz übrig. Und das wärmende Feuer ist entfacht. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitman. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktor. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus.
Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Ach, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Ja, Yamatai scheinen wir gefunden zu haben, zumindest die Insel, wo es mal dieses Königreich gewesen sein müsste. Aber ich denke, so hat sich das niemand vorgestellt. Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich muss etwas zu essen finden. Alles klar. Ein Hirsch. Dann suchen wir mal was zum Essen. Armer Kerl. Moment. Den Bogen kann ich brauchen. Pfeile. Können wir nachher für den Bogen noch brauchen. Den Bogen von der Mumienleiche krapschen. An das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben, aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Dieser Hunger. Ich muss etwas zu essen finden. Okay, ich glaube, wir sollen wirklich auf die Hirschjagd gehen mit dem Bogen. Armes Tier. Entschuldige. Ja, ich meine, die hätte ja bestimmt auch kein Obst oder ein Gemüse essen können da. Na lecker. Dann guten Appetit. Ocraft. Okay, zurück zum Lager. Davor nehmen wir noch die Pfeile, nehmen wir natürlich mit. Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück.
Aha. Noch mehr Pfeile. Also Pfeile haben wir hier schon mal genug. Und ich glaube, das Lager war in die Richtung. Und dann kann man uns den guten Hirsch mal braten hier. Fähigkeiten. Verwenden Sie Fähigkeitspunkte, um im Fähigkeitenmenü Ihre Fähigkeiten auszubauen. Okay. Tierische Instinkte. Halten Sie die Augen offen, um schwer zu findende Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Überlebenskunst. Sammeln Sie zusätzlich Belohnungen beim Plündern von Tiergatharen und Lebensmittelruhen. Ja. Verbessertes Bergen. Machen wir mal das hier. Zusätzliches Bergungsgut aus Kisten und anderen Quellen. Klingt doch ganz gut. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand. Und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth. Und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat es jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Ja, die Lara noch nicht ganz so tough, wie wir sie in Erinnerung haben. Das ist ja auch chronologisch gesehen ihr erstes Abenteuer, wo sie sich erst zu der Heldin entwickelt, wie wir sie kennen. Musik. Hallo? Ist jemand hier? Sieht aus wie eine Bunkeranlage. Frag mich, was das mit dem Königreich Yamatai zu tun haben sollte. Verdammt. Ich weiß ja nicht, wenn hinter mir jemand eine Türe zuknallen würde und mich hier in einen Schacht runterlocken würde, könnte man ja schon meinen, dass es vielleicht eine Falle sein könnte. Aber so weit wollen wir das mal nicht hinterfragen. Was sind das für Zeichen? Ist auch noch ein Schriftdokument. Na, wir folgen mal weiter der geheimnisvollen Musik. Was mache ich bloß? Eine Sonne und Striche dahinter. Und wieder die schöne Zimmerdeko, die wir schon aus der Höhle kennen. Oh Gott, das ist verrückt.
Was ist oh nein? Ah, okay. Ja, jetzt auf einmal keinen Appetit mehr, hm? Herr Lara, du hast gerade selber mit einem Pfeil den ganzen Hirsch zerlegt. Jetzt stell dich mal nicht so an. Ah, hier. Kommt die tolle Musik her. Diese traditionelle Nomas gestellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Eine hasserfüllte Frau. Mhm. Sexy. Okay, ich glaube, da kommen wir her. Gehen wir mal hier weiter. Wölfe. Ah, da hat's eine Leiter. Dann mal wieder raus aus dem Bunker mit der geheimnisvollen Musik. Licht ausmachen. Ja! Wir haben ein Feuer. Such den Rauch. Wir sind unterwegs. Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay. Er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Ja. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steige ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten. Von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist aus ihr geworden? Stellt mir eine Bärenfalle auf. Oh, 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 oh.
Oh no. Mist, ich kann mit diesem scheiß Controller nicht richtig umgehen. Ich bin normalerweise mit Maustastatur. Ich hoffe, wir überleben das hier. Oh. Komm schon, ja, versuch dich mal hier ein bisschen zu befreien. Mein kleiner Vogel. Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, mit Alice. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Rob? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Rob, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe. Nein, ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder ein. Also zu Rod. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Du bist okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz besuchen. Ja. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Nicht so schlimm. Ja, Matthias hat hier die Freundin verschleppt. Ah, und laufen kann Lara inzwischen auch schon wieder ganz gut. Dann machen wir uns in der nächsten Folge auf die Suche nach Sam. Bis dahin, ciao!